Liebe Zuseherinnen, liebe Zuseher, vierter Teil, Quinkums zwischen Sonne und Jupiter. Ich liebe Horoskope, wo die wahre Aussage wo ganz anders steckt. Und hier in dem Horoskop steht für mich eindeutig die wahre Aussage, nein, nicht in den Betrügereien des Finanzsystems, keine Sorge, sondern viertes Haus, die Venus-Uranus-Besetzung, einzige Häuserspitzenbesetzung in diesem Horoskop, wenn ihr seht, ja, der Merkur hier, der viel Wahrheit und Wissen bringt, ja, der Merkur bringt die Wahrheit über unser so wichtiges Krankheitsthema ans Tageslicht, aber er bringt auch das Thema fünftes Haus, ich würde fast sagen, bringt auch ans Tageslicht die immense Kreativität, die sozusagen beim Thema, beim wichtigsten aller Thema, sozusagen beim Krankheitsthema, an den Tag gelegt wurde. Ja? Also das kommt hier im Kombipack, Herrscher von 5 und 6, ist ja sozusagen der Merkur. Spitze 5 des Hauses noch der nördliche Mondknoten, die Geburtsklemme der babylonischen Gebärgöttin Ninhursag, also ganz interessant, war damals noch als glaube ich, aus Kupferbronze angefertigt, die Nabelklemme. Aber was auch immer, ja? Wir haben hier die Bevölkerung im Mittelpunkt, weil, ihr wisst, mich interessieren astrologische Regeln eher nur peripher und ich sehe hier drei Spiegelpunkte. Erstens zur Sonne. Zwischen Sonne und Venus haben wir einen Spiegelpunkt. Das bedeutet, dass die Bevölkerung auf diese Vertragswerke sehr schlecht anspricht. Ja? Also das heißt, die Leute wollen damit nichts mehr zu tun haben. Dann Pluto, auch ein Spiegelpunkt. Entschuldigung. Pluto ebenfalls im Spiegelpunkt. Ja. Ja, der Wetteradler hat wieder in seinem letzten Video gezeigt, die wundervollen Morgellonfäden, die man jetzt auch in Deutschland bewundern darf und einatmen darf. Also großartige Dinge, die hier an der Cyborg-Front geschehen. Ja, ja. Und zwar Pluto als Herrscher des 10. Hauses bedeutet, dass natürlich hier eine ganz dicke Freundschaft zwischen der Bevölkerung und dem Volksrat, dem Staatsratsvorsitzenden besteht. Bestes Verhältnis, Freundschaft in tiefster Art und Weise und man beglückwünscht sich. Ja, also mein Beliebtheitsgrad in der Bevölkerung wird nur noch von meinem österreichischen Freund, dem Basti, übertroffen, weil der hat Zustimmungswerte über 150%. Ja. Ihr seid beide so beliebt, ja. Ihr seid so beliebt. Ich meine, ich kann mich jetzt an das Video spontan erinnern in Linz, wie unser Basti da am Flughafen angekommen ist und spontane Freudenkundgebungen, ich glaube, ja, also man kann das jetzt PR-technisch ein bisschen ausschlachten, indem man den Ton dann ausblendet und Jubel unterlegt, ja, weil die Bilder waren dann eher und die Töne waren dann eher sind nicht so ganz harmonisch. Also hier haben wir eine ganz tief empfundene Liebe zwischen den Volksgenossen und den Staatsratsvorsitzenden, ja, also ganz große, die heiße Liebe. Naja, und wo haben wir noch? Wir haben noch auf den 24er Graden haben wir noch den Jupiter, ja, also der Jupiter, der Herrscher des 11. und des 12. Hauses, kann durchaus sein, dass das die Schergen sind, ja, also die tief verbundene Freundschaft zu den Behörden im eigenen Land und natürlich auch diese großartige Geheimdienstarbeit, ja, die man auch unter dem Begriff Lügen, Betrug und Manipulation subsumieren kann, also auch hier große Wertschätzung und Anerkennung der Bevölkerung. In Summe ist es schon so weit, dass die Bevölkerung dann auch noch ein ziemlich enges Quadrat zu Saturn, den rückläufigen Saturn auf 7 Grad 22 macht, Bevölkerung auf 6 Grad 35, also wir sind schon unterhalb der Gradzone, also das heißt, es ist jetzt schon eine sehr enge Geschichte und wir werden dann auch, ich vermute, morgen schon den nächsten Aspekt sehen, nämlich Venus-Saturn, oder es ist ein anderer Aspekt, schauen wir mal. Auf jeden Fall, hier ist eine Zeit der Freudlosigkeit, der Anspannung, ja, der,
der Disziplin, der Härte angesagt. Und das sehen wir ja auch an vier Planeten im ersten Haus. Also hier tut sich in Deutschland etwas, in Österreich natürlich genauso. Hier tut sich Leid, Entbehrung, Härte, Transformation. Also und der rückläufige Jupiter, ob der jetzt glücklich macht, das Herrscher von 12 und 11, wage ich zu bezweifeln. Also hier haben wir in den nächsten vier Wochen wirklich eine harte Zeit vor uns. Also naja, ich meine, es kommt jetzt alles zutage, oder? Ich meine, Sie können es ja nicht mehr zurückhalten, Sie können es ja nicht mehr verleugnen und es wird ja seit vielen Jahren heftigst daran gebastelt, zumindest seit 2008, ja, für viele erkennbar, als das Finanzsystem schon zu Ende gegangen ist. Wir hatten viele Crashes davor, das wurde alles übertaucht und jetzt geht's halt nicht mehr, jetzt geht's halt nicht mehr und 2015 war ein starker Paradigmenwechsel. Verzeihung, es tut mir leid. Wenn dein Trommelfell jetzt einen Einriss hat, aber wie gesagt, das Sprühen ist halt eine so wichtige Sache und da müssen wir halt alle mitmachen. Ja, ich sehe hier noch den nördlichen Mondknoten im, das muss auch ein wunderbarer Spiegelpunkt sein, zu Pluto als Herrscher des 10. Hauses. Also das heißt, die Blumen fliegen den Stadtzipaten nur so ins Gesicht, ja. Samt Vase und Steinkrügen, wo die Blumen halt hineinbetoniert wurden, die fliegen ihnen jetzt sozusagen dankbarst und voll Anerkennung in die Fresse. Also ganz spannendes Horoskop. Ich würde sagen, bitte vorsichtig sein, keine Frage. Weiter zum fünften Teil. Ende.